Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Hellpy an. Das habe ich jetzt vor kurzem im Steam-Shop gesehen und sah ziemlich witzig aus. Ich muss euch mal die Beschreibung vorlesen. Hellpy ist ein obszöner 3D-Plattformer, der schlechten Geschmack ganz neu definiert. In Hellpy packt ihr Nate, den Dämon des schlechten Geschmacks, bei den Hörnern. Er hat die ehrenwerte Aufgabe, die widerwärtigen Zutaten für Satans berüchtigten Geburtstagskuchen zu besorgen. Okay, ja, das hat mich ein bisschen angefixt. Da dachte ich, okay, gucken wir mal rein. Ich stehe auf so Sachen. Also gehen wir mal auf Spielen und sagen ein neues Spiel. Ich habe es mal ganz kurz ein bisschen angezockt, um zu schauen, wie es so ist und ob es sich lohnt, ob es mir überhaupt gefällt. Und ja, es tut's. Also zeige ich es euch mal. Los geht's, ab in die Hölle. Musik ist aber nice. Der Highway in die Hölle. Na, das sieht irgendwie süß aus. Sind auch bad taste. Schlechter Geschmack. Sexy. Freundin? Ach, nee. Oh, okay, ja. Nate, Dämon des schlechten Geschmacks. Oh Mann, der fängt ja schon mal gut an. Okay, nehmen wir mal ab. Satan. Hallo, ist da... Hä? Wer ist da? Scherz, ist mir egal, wer da ist. Hier spricht Satan. Richtig, dein Chef, Satan. Moment mal, du bist nicht der Koch, oder? Warum ist mein Telefonbuch nie auf dem neuesten Stand? Wie auch immer, du wirst das von nun an regeln. Ich möchte, dass du alles, was du gerade tust, jetzt sofort liegen lässt. Und den Koch erinnerst, sich mit dem Kuchen zu beeilen. Zeig mir das... Dass das machbar ist, okay? Gut, wir sehen uns später. Trottel. Alles klar. Ja, und das sind wir. Und der kleine Mann hier. Oh, der sieht irgendwie echt putzig aus. No. Okay, was haben wir hier alles? Don't limit your challenges. Limit yourself. Aim for the moon. If you miss, you will hit nothing. Was? Always believe that something wonderful will probably never happen. Alles klar. Klar. Und hier können wir soweit nichts machen. Okay. Hallo auch. Okay, so schauen wir also ohne den Ding aus. In dem Spiel sollte man unbedingt einfach mal ein bisschen Sachen erkunden. Und man muss diese Dinger hier sammeln. Denn damit kann man dann später Outfits kaufen. Können hier diverse Sachen anmachen. Haben keinen Sinn, aber Hauptsache mal, kann ich irgendwas machen? Da. Oh, da kann ich gar nichts machen. Was passiert, wenn ich hier reinfall? Gar nichts. Okay. Ein Blutspender? Klar, jeder braucht es. Kann ich den leer machen? Na? Ich will mal schauen, ob was passiert, wenn er leer ist. Nö. Okay. Es ist wirklich nicht leicht, auf diesen Toiletten zu sitzen, ohne reinzufallen. Ja, glaube ich. Ist ein bisschen zu groß, ne? Aber ich glaube, ich habe es langsam raus. Angels! Ah, ja. Komm. Ich möchte Steinchen haben. Wir haben gesagt, hier Karriere zu machen bedeutet ganz unten anzufangen. Ja, weiter. Ich wusste nicht, dass das Toiletten
Reinigung bedeutet. Ja, ganz unten ist ganz unten. So, auch die holen wir uns hier. Oh. Reinigungsroboter. Oh, ich wünsche, ich könnte so einen in meiner Wohnung benutzen. Dass wir mal herkommen. Und da ist zu. Meinst du? Ihr unwürdigen Schwachköpfe. Die Servietten sollten mit Kätzchen und Schmetterlingen bedruckt sein. Und ihr wagt es, die Partyhamstern aufzutauchen? Das ist des Fürsten der Finsternis nicht würdig. Und ihr zwei seid es nicht wert, die fauligen Schwefelluft der Hölle zu atmen. Ich werde euer Gesichter für diese Frechheit einschmelzen. Verreckt. Oh Mann. Oh, sieht irgendwie geil aus. ja. Ja, und da haben sie gesehen, das Spiel ist zwar mehrheitlich sehr witzig, aber auch teilweise ein bisschen brutal. Aber ich denke, es geht noch. Und, ich nehme wieder so einen Wasserspender. Passt zwar auf, hier bei dem Kopierer. Das ist so geil. ja, also Monetarisierung kann ich mal sparen. Was? Verdammte fliegende Augen. Eins von ihnen hat sich mit meiner Pizza davon gemacht. Okay. Er ist da oben, mein Freund. Und was haben wir hier? Brain Booster. Bei dem Automaten bekommt man Hirne mit Augen, die vor einen weglaufen. War schon hier schon wieder so viel Zeug im Weg? Na, gute Frage. Wanderklimmen. Bei Kontakt mit Wand gedrückt halten. Da geht's nach oben. Warum ist er dann nackt? Schon wieder ein Gerinnsel im Blutspender. Okay. Ja, und ab und zu... Oh, Moment. Da kann man nicht rein. Gibt's hier diese Teleporter? Dann können wir da einfach schnell von A nach B. Wenn wir dann ein bisschen mehr entdeckt haben. Hier können wir auch nirgendwo rein. Ja, mit Shift haben wir hier wie diesen Sensor da. Und da sehen wir halt interessante Orte. Und ja, momentan jetzt am Anfang Prolog können wir eh nicht so viel erkunden. Aber es ist ein cooles Feature. Und die Hörner lassen sich später austauschen. Hä? Ihr schaut euch das DVD-Logo an. Okay. Satan sagt mir, ich soll dieses Wochenfenster verbarrikadieren. Okay. Leute, ihr müsst auch eine DVD einlegen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So. Und wir sind draußen. Hat es da hinten was? Mal gucken. Ich glaube, hier fehlt uns noch was. Ich glaube, vermutlich nach da unten. Okay. Was auch immer da diese Rippen hatte, war echt groß. So, da ab in die Richtung hier. Warum sind sie hier? Wieso folgen sie überall hin? Eines Tages fingen sie an, mich zu verfolgen. Und jetzt sind sie da, egal wo ich hingehe. Naja, bist du halt nie alleine, ne? Glotzend, starrend, verurteilt. Ich kann so einfach nicht weitermachen. Ne, Moment mal, du springst jetzt da nicht runter, oder? Was? Drop the base. Okay. How global warming affects hell. Okay, die Erde wird immer wärmer und die Hölle wird immer kälter. Alles klar. Mach ich jetzt auch lieber kälter. Moin. Neulich? Hat mich jemand als Klobürste benutzt?
Alle hier sind so gemein. Ah, da können wir auch nicht durch. Okay. Gehen wir mal hier oben rauf. Asmodai verkauft sexy Klamotten. Oh ja, da können wir dann unser Geld ausgeben. Gehen wir da auf alle Fälle hin. Und das hier sind die 7 Todsünden. Okay. Pride, Stolz. Was? Stolz veranstaltet diesen Monat einen Schönheitswettbewerb. Du wirst daran teilnehmen. Diesmal werde ich ganz sicher unter den ersten 3 kommen. Naja, das werden wir sehen. Ich glaube eher sie. Was denn? Findest du nicht, dass ich hübsch bin? Die inneren Werte zählen, nicht wahr? Okay, Checkpoint. Nice. Und er ist am Saubermachen. Alles klar. Da ist einfach jemand explodiert. Was mit ihm? Oh nein, ich habe schon wieder versagt. Das letzte Mal hat er meine Klamotten angezündet. Ich trage diesen Job einfach nicht mehr. Dieses Mal wird er mich umbringen. Ciao. Was ist Rev? Ah, ich weiß. Was ist Rev nochmal auf Deutsch? So, Klamotten. Neuer Night Outfit freigeschaltet. Freizeitklamotten. Ja, den haben wir gerade mal anlegen. Okay. Und jetzt lassen wir mal hier die Münzen. Okay. Alles klar. Ja, mit dir. Dies ist der Klamottenladen. Hier kannst du Outfits für Nate und Nugget kaufen. Nugget werden wir später noch kennenlernen. Das Angebot ist von Welt zu Welt unterschiedlich. Du kannst zwischen Klamottenladen und Garderoben wechseln. In der Garderobe hängen alle deine bereits erworbenen Outfits. Okay, 1000 für das. Ich glaube, wir schauen uns mal an, was wir hier... hier so finden. Oh mein Gott, ein Flauschi, Furry. Das will ich auch. 500. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. Anzug? Ja, ist auch niedlich. Ja, geht so. Nee, bestimmt nicht. Das ist auch nur cool. Und das da speziell. Ah, der Humor. Nice, nice, nice. So, weiter geht's hier. Moin. Jetzt hat nichts zu sagen. Was? Was ist das? Na, na, ich wollte es lesen. Na? Sag's nochmal? Okay. Dann halt nicht. Was ist das? Sin Inc. Okay. Chefsekretärin oder was? Ja, der hat großartig begonnen. Lisa aus der Fegefeuerabteilung hat endlich zugegeben, dass sie letzte Woche einige Riesenfehler gemacht hat. Deshalb hoffe ich, dass ich befördert werde. Okay. Wenn ich Glück habe, werde ich ein persönliches Meeting mit Satan haben. Aufregend, oder? Ja, je nachdem, wie man sieht. Okay, was ist hier hinten? Das IT-Department. Okay, da will ich nochmal rein. Mal schauen, wie meine Kollegen hier in der Hölle arbeiten. Was? Welcome to... zum Supermarkt. Moin. Dieser Aufzug führt direkt zu unserem Supermarkt. Sagt nochmal, es ist wirklich, wie er seine Angestellten zufriedenstellt. Praktisch. Und die Küche. Da müssen wir hin. Okay. Chefkoch, Kantinenzauberer. Alles klar. Igitt, was machst du denn hier? An Kuchen erinnern. Einen Kuchen? Wovon redest du? Ich werde dafür sorgen, dass du... Oh nein! Satans Geburtstag! Frohlocken der finsteren Seelen, Fest des götterlästlichen Spottes. Nur die ekelhafteste, fauligste und giftigste Füllung wird reichen. Aber zuerst wirst du ein paar Grundzutaten besorgen. Vor allem eine Backmischung. Und ein Engelchen. Und weh, du kommst mit einem Toten und Verfaulten. Ich nehme an, das ist keine allzu komplizierte Aufgabe.
Jedenfalls habe ich eine Liste für dich zusammengestellt. Nimm sie und dann mach dich auf zum Acker. Auf dich vom Acker. Der Aufzug zum Supermarkt ist durch die Tür auf der linken Seite. Okay. Das war jetzt geil mit den Hintern. Zutatenliste. Das ist Chefs wertvollste Einkaufsliste. Hier kannst du sehen, welche Zutaten er in welcher Welt zu sammeln gibt. Sammle genug Zutaten und der Koch wird dir neue Welten öffnen. Sobald eine neue Welt geöffnet wurde, erscheint neue Zutaten im Kochbuch. Okay. Also, Supermarkt, erstmal Backmischung und ein Engel. Oder so eine Mütze, glaube ich. Warum ist da das WWF-Logo mit Hellhörnern drauf? Okay. Gut, ab in den Supermarkt. Ja, das war gut. Alles klar. Geht ja einmal runter. Sogar eigene Aufzugsmusik. Okay. BDSM ist ein Ding hier. Okay. Interessanter Supermarkt. Da geht's nicht durch. Was? Broken Chairs out of stock. Verpiss dich. Ich muss Sachen einkaufen. Okay, da kann ich nichts machen, außer drauf sitzen. Oh, gibt's was zum Einsammeln? Oh, winke Katze. Und wieder Hirne. Brain Booster. Und, Parkplatz, wo wir nicht raus können. Schade. Ja, der quatscht auch nicht mit mir. Ja, interessant, wie er die Waren hier aufstellt. Moin. Jede Woche ist das Schlangengift woanders. Ich schwöre, wenn sie nicht damit aufhören, werde ich den Filialleiter den Kopf abbeißen. Okay. Hier oben gibt's nichts. Was? Sie sehen so süß aus. Ich frage mich, wie sie wohl schmecken. Ach, da sind die ganzen Engel hier drin. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen zu dem. Ja. Oh mein Gott. Versklavter Enkel. Das ist Nugget. Ah, mein Lieblingskunde. Oder? Ich kann ihn ehrlich gesagt alle nicht so richtig unterscheiden. Wie auch immer, kann ich sie für einen treuen Begleiter interessieren. Eine Kreatur, die so stumpfsinnig und loyal ist, dass sie ihnen überall hinfolgt. Wenn sie vernünftig festgekettet ist, zumindest. Man kann sie auch essen, wenn man hungrig ist. Also, was sagen Sie? Möchten Sie einen? Ja, selbstverständlich. Großartig. Ein weiterer zufriedener Kunde. Denken Sie daran, ihn regelmäßig zu füttern. Ich gebe Ihnen eine Dose Candy Meat gratis. Die lieben dieses Zeug. Okay. Ja, und die Dinge müssen wir sammeln. Dann kriegen wir, ja, Fähigkeitspunkte für den kleinen Mann da. Ich mal ranzoomen. Ja, okay. Fertigkeitsbaum. Dies ist der Fertigkeitsbaum. Hier kannst du deine hart verdienten Candy Meat für Verbesserungen und neue Fähigkeiten ausgeben. Und das erste, was wir kriegen, ist Schwung. Damit kannst du Nugget als Luftanker benutzen. Halt dir rechte Maustaste gedrückt, während du in der Luft bist, um die Fähigkeit zu nutzen. Das wird noch sehr praktisch. Danach kommt der Turboschwung. Das ist eine schöne Zeichnung von ihm. Er ist echt cute. Wow. Wow, du hast Hörner. Was ist? Kann ich sie mal anfassen? Ja, von mir aus. Oh, die armen Engel.
Und du bist... keine Ahnung, wer oder was. Komm, ich will darauf. Ich will die Dinger haben. Gib, gib, gib. So, nächster Checkpoint. Nichts zum Sammeln. Okay. Hier brauchen wir es zum ersten Mal. Nice. Mickey Mouse hast du. Da wieder hier zur Waffe. Okay. Gut, alles klar. Was? Eingelegte Fußnägel, Spinnenbeine und gemahlene Geierkehle. Okay. Das wird gesund und lecker. Schön alles einsammeln fürs Outfit. So. Das ist mein Gral. Ich weiß nicht... ich weiß nicht mal mehr, wonach ich suche. Okay, sie putzen also, wenn man sie haut. Okay. Finde ich übrigens Nugget. Ui, Nugget. Nur so nebenbei. Ich kann ja einbedingt eine Menge Waffeln essen. Wir müssen vorsichtig. Ach, nö. Das kriegen wir schon hin. Mann, ich bin so froh, dass ich dieses Jahrhundert keine Toilettendienst habe. Was? Sie würden nicht glauben, was die Leute dort alles anstellen. Also der Hölle, glaube ich, sind sehr verrückte Dinge. Was? Ja, mit hier ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich wünschte nur, die Leute würden weniger in meine Richtung spucken. Oh mein Gott, du Armer. So, nichts zum Sammeln hier. Ah doch, da oben vielleicht. Kann ich da rein? Das hat jetzt aber nicht viel gebracht. Okay, jetzt bin ich hier oben. Keine Winkelkatze. Ihr müsst ja mal wegen eurem Boden hier gucken. Soll das wirklich vorsichtig sein? Ach nö, ich krieg das schon hin. Die Hälfte des Bodens ist rutschig und die andere Hälfte ist Lava. So, noch eine Dose. Du bist ein sehr spezieller Engel, weißt du das? Okay. Was? Ich stehe schon seit 2353 Jahren an diesem Stand. Ich glaube, der Gestank werde ich nie wieder aus meinen Haaren bekommen. Welche Haare denn? Und jetzt einfach meine Toilette und... keine Ahnung, was das ist. Oh, Moment. Ich habe ja gar keine Haare. Ja, sag ich doch. Der Arzt sagt, mein Durchfall wird nie aufhören. Okay. Wenn ich nicht aufhöre, Fäkalien zu... ich sage jetzt zum Himmel mit dem Arzt. Ey. Nee. Oh Mann. Du? Lass mich. Okay, kann ich dich hauen? Ja, aber reagiert nicht drauf. Was? Black Metal never dies. Hier jetzt wieder was. Ich war früher in der Band. Okay. Ich habe Flöte gespielt. Naja, eigentlich war es eine Nasenflöte. Okay, jetzt ist Säfte. Nächster Checkpoint. Keine Ahnung, was das ist. Das ist nicht aus wie normale Früchte. Jemand musste für Fehlleitung Bescheid geben. Was? Wegen? Ach, wegen am Boden. Na? Ja. Immerhin. 265. Ist schon mal eine ganz gute Anzahl. 500 fürs erste. Ah, okay, hier passiert nichts. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, das war jetzt knapp. War jetzt zum ersten Mal draufgegangen. Nein.
Nice. Ich will aber da nach hinten. Ich will die Dinger hier einsammeln. Na, komm. Na ja, toll. So, da. Was ist das? Da ist ein Engel drin. Soll das eine Lampe sein? Mutierte Engel, töte mich. Ja, okay. Man sieht sogar das Loch. Alles klar. Gibt's hier noch was Verstecktes? Sieht zumindest nichts Verstecktes hier. Kann ich da raufhüpfen? Nö. Also, ja, schon. Aber ich dachte eigentlich weiter nach oben. Zwei auf einmal. Nice. Frostig. Wie kommen eigentlich die anderen Kunden hier rauf? War kein Freund. Du hast doch nicht vor, da herunter zu gehen. Doch. Aber jetzt erstmal hier die Boxen kaputt machen. Oh, ich glaube, das kriegen wir wirklich hier mit die 500. Ah, Mietze Katze. Oh, so cute. So, da. An der Stelle gibt es mal eine ganz kleine Schnittunterbrechung. Geht gleich weiter. So, da. Da bin ich auch wieder. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Das ist nicht lustig. Ja, doch. Eigentlich schon. Ich kann mir Flügel verkohlen, den Haar versägen. Ach, komm. So, da, Münzen, fahr mal runter, bitte. Das ist Edelsteine so. Wie kann man da nicht schwitzen? Du, das wird mal gewöhnt, wenn man hier eine gewisse Zeit in der Hölle ist. Nice. Okay, und hier hinten noch. Oh shit. Wie komme ich da rauf? Nein! Oh scheiße. Scheiße. Kann ich auch nach hinten wegspringen? Okay, ja, das geht. Wie komme ich jetzt darauf? Vielleicht ganz normaler Double Jump. Nein! Ah, shit. Mein erster Tod. Ja, die Münzen sind natürlich weg. Na ja, okay. Jetzt höchstens mal. Jetzt muss ich mal hier rüber. Ich möchte das Power-Up eigentlich da hinten schon gern haben. Oder vielleicht zu. Na, das geht sich nie aus. Da. Ne, ich glaube, das wäre schon von da hinten. Komme ich jetzt eigentlich wieder retour? Ja. Okay. Ein Versuch noch. Nein. Oh nein, er hat... Okay, ich glaube, wir lassen das. Aber ich hol bei die Sachen nochmal. So, die sind ja wenigstens einfach. Einmal nach oben, dann grün. Was? Wir haben es geschafft. Ja, war ja nicht so schwer.
Ich dachte, wir wären Toast. was läuft hier? Was? Ich habe ihnen gesagt, dass wir keine Froscharken in Aspik mehr haben. Oh. Hm, keine Secrets hier. Außer vielleicht hier. Nein, komm. Ach, komm. Ja, wie soll ich denn da raufkommen? Na? Okay, lassen wir's. Ist ja egal. Und ja, da ist die Backmischung. Erstmal so mal rum. Was? High Crust Mix. Ja, sieht nicht mehr so gut aus. Backmischung. Alles klar. Hä? Ah, okay. Da sind wir jetzt wieder am Anfang. Aber zuerst hole ich mir das hier noch. Was? Komm her. Ist hier oben noch was? Secret. Nice. 5 und 7. Und die Kasse. Oh, da oben ist noch eins. Moin. Einfach mal hier so. Komm, 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 komm. Nein. Einer noch. Und raus hier. Das Ganze ohne Zahlen. Jetzt könnten wir hier nochmal. Ich bin jetzt immer 20. Viel fehlt nicht mehr. Warum dauert das so lange? Was? Neuer Skill verfügbar? Wie mache ich denn das? Fähigkeiten. Nee. Wo kann ich denn das machen? Ist das vielleicht irgendeine Tastenkombi? Yes, Münzen. Geh mal hier wieder rein. So, ich habe einen Engel für dich. Und die Backmischung. Oh, sieh mal, wer zurück ist. Jetzt gib mir die Backmischung. Und zu deinem kleinen Fettknubbel, den du mitgebracht hast. Der ist für dich. Denn du wirst ihn benutzen, um in die Oberwelt zu reisen, wo du nach einer absolut ekelerregenden Auswahl an Zutaten suchen wirst. Ich habe einen unserer Aufzüge für dich freigeschaltet. Nicht, dass du würdig wärst, Tod und die ewige Verdammnis und den Sterblichen zu repräsentieren. Aber ich fürchte, angesichts der Situation haben wir keine andere Wahl. Also beeil dich und nimm den Aufzug. Er wird dich zu einer friedlichen kleinen Insel führen. Ein ekelhafter Ort. Ich habe auf die Einkaufsliste alle Zutaten geschrieben, die du finden musst. Sobald du genug gesammelt hast, damit ich weitermachen kann, komm zu mir. Und nur dann. Ich will dein unwürdiges Mahngesicht nicht häufiger als nötig sehen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Wir haben wenig Zeit. Ah, okay, das ist dann der Weltenselektor hier. Alles klar. Ja, dann. Moment mal. Ich glaube mal. Guten Tag. So, tada. Und da wird es dann auch in die erste Welt gehen. Was in aller Welt ist das für ein Ort? Das ist die Hölle. Was? Sashimi. Gut. Ja, jetzt erstmal gucken, was wir hier noch so alles haben. Okay, was ist das? 3 Leben. Guten Tag. Und das ist dann, so wie es ausschaut, der letzte Raum.
Was für eine schöne Arbeitsumwelt. Wir können da die Tür jetzt aufmachen. Wo sind wir hier? Okay. Ah, ich weiß, wo wir sind. Da geht's ja darauf zur Klamottenfrau, oder ne? Ja, genau. Okay. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. So. Ja, liebe Leute, das war der erste Teil vom Angezockt. Wir werden uns auch die erste Welt noch anschauen. Und dann, je nachdem, wie euch das gefällt, mache ich dann ein echtes Let's Play draus. Und ja, würde mich mal freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare reinschreibt, was ihr von dem Spiel soweit hält. Und ja, ob das vielleicht was für euch ist. Also, wisst ihr dann, das war's mit dem ersten Teil des Angezockts.